Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf Dalbert TV. Wir fangen heute mal ein Spiel an, was wir bisher noch gar nicht gespielt haben, und zwar das Spiel Satisfactory. Das ist auch irgendwie so ein Open-World-Aufbauspiel mit so ein ganz bisschen Survival. Ist also nicht hundertprozentig das, was ich sonst immer spiele, aber es passt eigentlich relativ gut rein. Ich habe das Spiel schon etwas länger im Auge. Jetzt war es im Steam Sale mal im Angebot und habe ich gedacht, jetzt greife ich mal zu. Ich habe es, glaube ich, für 20, 22 € gekriegt. Normalerweise liegt es, glaube ich, um die 30. Also habe ich da einfach mal zugeschlagen. Genau, ich habe das Spiel wirklich noch nie gespielt, noch nie gestartet. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich habe so ein, zwei kurze Let's Plays mal geguckt im Internet oder beziehungsweise bei YouTube. Und ja, ich habe so eine grobe Vorstellung, was auf uns zukommt. Ich habe aber keine Ahnung, wie irgendwas funktioniert. Das machen wir jetzt mal hier alles gemeinsam. Wenn ihr irgendwelche Tipps und Ideen habt, was ich besser machen kann und so weiter, immer in die Kommentare damit. Und jetzt geht's los. Schließe die Einführungsphase ab. Okay. Ich scheine hier irgendwie in so einer Kapsel zu sein. Was muss ich tun? Da steht Pull. Aber wenn ich im Attention, Weltraum... Ah. Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Cool gemacht. Expand your factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Okay, so soll es sein. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Wir brennen. Aber ich glaube, das ist normal, wenn man auf irgendeinen Planeten drauf fällt. Das sieht ja schon mal schön aus. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Du hast gar nicht nachguckt, ob dein Anzug heile ist. Egal, Tür auf, los geht's. Efficiency first. Godspeed. Ja, cool. Irgendein Werkzeug haben wir schon mal. Wie kriege ich das? Ah. 2ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Dankeschön. So, wie rüste ich denn jetzt meine Waffe hier aus? Note. Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Okay, also sollen das Ding kaputt machen. Note. Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. Sehe ich genauso. Ah, hier. Hinweise. Drücke F, um den Abrissmodus zu aktivieren. Und jetzt habe ich mein Werkzeug in der Hand. Linke Maustaste demontieren, rechte Maustaste schließen und Massendemontage Left CTRL. Okay. Okay, Massendemontage brauchen wir wohl nicht. Hat alles schon geklappt. Okay, haben wir fertig.
All important fixit data and communication is recorded and stored in the codex, including these steps. Okay. Im Codex gespeichert. Drücke O, um Codex zu öffnen. Machen wir. So, hier haben wir Rezepte. Bisschen was haben wir ja schon. Das sieht schon mal gut aus. Dann haben wir hier einen Mail-Eingang und Tutorials. Okay. Das haben wir alles schon gemacht. Cool. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note. According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Okay, also es gibt wohl auch irgendwas, was uns hier angreifen könnte. Was haben wir hier? Okay. So, drücke Tab zum Öffnen des Inventars. So, guck mal, jetzt haben wir hier den Xeno Zapper. Das ist schon mal gut. Kann ich den irgendwie, dass ich den auch immer benutzen kann? Wahrscheinlich. Doppelklick auf Ausrüstung. Ah, okay. Da ist er. So, und jetzt haben wir hier Hubteile und das ist das, was ich gerade eingesammelt habe. Kann gegessen werden. Also scheinbar müssen wir auch essen, um Gesundheitssegmente wiederherzustellen. Alles klar. So, Zierausrüstung, bla bla, das haben wir gemacht. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Was ist das? Okay, also wir brauchen Eisen. Ich soll irgendeinen Scanner aktivieren, drücke V. Suche nach Eisenerz. Ah, cool. Oh, da ist was. 222 Meter. 199 Meter. Nehmen wir das, das sieht. Ich drehe mich mal weiter. Da ist alles weiter weg. Nehmen wir das. So, mit Shift kann ich sprinten, das ist schon mal cool. So, mit E kann ich dann gleich irgendwas abbauen, steht da. Lass mal gucken, was wir hier kriegen. Gucken, ich hoffe, dass uns da noch keine Viecher entgegenkommen, aber ich denke... Blätter aufheben. Okay, also Büsche kann ich wohl einsammeln, finde ich gut. Nimm einfach erstmal alles mit. Jetzt habe ich mein Eisenvorkommen verloren. Also, wie war das? V. 65 Meter, da waren wir auf dem Weg hin. Was zum Teufel bist denn du? Oh oh. Ausgewichen. Ah, okay, ich kann das scheinbar als Waffe benutzen. Okay, sehr effektiv. Nehmen wir einen Panzer. Und ich habe jetzt einen so einen Balken verloren. Kann gegessen werden. Ah, okay, also ein so ein Ding füllt einen halben Balken wieder auf. Sehr gut. Jetzt muss ich schon wieder neu scannen, weil ich wieder nichts sehe. Da waren wir auf dem Weg hin. Und das hier sieht doch schon mal gut aus. Drücke E, um unreines Eisenerz abzubauen. Ah, das ist ja cool. Aber man kann E gedrückt halten. Ich nehme mal gleich ein bisschen was mit, jetzt, wenn wir schon mal hier sind. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Okay, also wir sollen in der Nähe des Eisenvorkommens bauen, das kriegen wir ja hin. Das Hub kann im Baumenü unter Q gefunden werden. Und weitere Tipps werden im Menü angezeigt. So, machen wir die 30 voll und dann bauen wir mal. Was bist du? Ach so, jetzt habe ich... Wie kann ich mich denn jetzt hier verteidigen? Ah, das funktioniert, aber ich möchte nichts bauen. Ich will einfach nur das Ding haben. Ach, ich sehe gerade unten. Alles klar, kann ich das? Kann ich nicht da reinziehen. Kann ich den jetzt nicht hochheben, weil der auf diesem Eisenbrocken gelandet ist? Oder kann man den generell nicht hochheben? Blütenblätter?
Alien-Panzer. Na gut, lass was. Jetzt geht's los. Wir wollen irgendeinen Hub bauen. Über Q. Das Hub. Die Hub. Okay, flach ist es hier ja schon. Boah, das ist aber ein Riesenteil. Stellen wir es einfach mal. Weiß ich jetzt nicht, ob das sinnvoll ist, aber ich stelle es jetzt dahin. So, und jetzt haben wir ein Riesending hier hingestellt. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Stufe Feature 0. Hub Terminal. Fifth Objective, complete Hub Upgrade 1. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Wir brauchen 10 von diesen Dingern. Warten auf Ressourcen. Okay. Was haben wir hier? Eine Werkbank. Das sieht doch gut aus. Ah, guck mal. Und hier sind diese Eisenstangen. Dafür brauchen wir Eisenplatten. Und dafür brauchen wir Eisenbarren. Und die können wir machen aus dem Zeug. Okay. Fertigen. Ah, guck mal. Gedrückt halten und dann zieht er das so durch. So, Eisenstangen. Ich habe jetzt gar nicht mehr gemerkt, wie viel wir brauchen. 10 waren es, glaube ich, ne? 10, genau. Also müssen wir noch mehr machen. Aber das ist cool, dass er automatisch hier schon hochrechnet, wie viel ich davon immer bauen kann. So, das geht. Und dann 10 hiervon. Passt. Ja, mega. Ah ja. Und go. Ah, das finde ich ja cool. Also es ist wirklich sehr, sehr selbsterklärend, das. Was haben wir hier? Ah, Congratulations, eine you have Lagerkiste. unlocked Cool. building, workshop, equipment, portable miner, inventory, additional slots, hub feature, personal Okay, wir storage. haben mehr Plätze. Das Ding haben wir. Sixth objective, complete hub upgrade 2. Note, portable miners require no power and will mine a node until their inventory is full. Note, multiple portable miners can be used on a single node. Okay, das heißt, wir können also diese Miner irgendwo hinstellen. Jetzt wäre nur die Frage, wo haben wir das? Was brauchen wir hierfür? 10 Platten und 20 Stangen. Alles klar? Wow. Bist du nett? Ich will es hoffen, mit dir will ich nicht kämpfen. Du bist ganz schön groß. So, aber wo ist denn jetzt mein Portable Miner? Ich hatte den Eindruck, dass ich das Ding bekommen habe. Hier ist auch nichts drin. Oder kann ich das jetzt bauen? Okay, jetzt habe ich eben gerade gesagt, ich finde es cool, dass sich das Ganze hier selbst erklärt, aber den Portable Miner finde ich gerade nicht. Habe ich das jetzt irgendwie verpasst oder bin ich jetzt einfach blöd? Was habe ich hier unten? 4. Fördermast. 3. Förderband, Stromleitung und Strommast. Ne, das hilft mir alles nicht weiter. Okay, Sekunde. Das Ding muss ich doch. Vorsicht, Rutschgefahr. Cool. Schmelzofen, das sind scheinbar Sachen, die ich dann. Ach, oder schalte ich die Sachen dann einfach frei? Warte mal eben. Slot-Hände kann auf einen Rohstoffvorkommen errichtet werden, um einen Rohstoff automatisch zu extrahieren. Sehr begrenzter Lagerraum. Okay, soweit, so klar. Hier habe ich nichts. Was war das? Oh, konnte ich doch noch irgendwas machen, ne? Ausrüstung. Ah, produziert in Ausrüstungswerkstatt. Habe ich so ein Ding? Du bist eine Werkbank. Ausrüstungswerkstatt kann ich bauen. Hier. Okay, dafür brauche ich 6 Platten, 4 Stangen. Okay, dann machen wir erstmal die Platten klar. Haben wir. Und jetzt nochmal 4 Stangen. Haben wir auch. Okay, also Ausrüstungswerkstatt. Stelle ich dich hier irgendwie direkt neben dran oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach mal. So, und jetzt haben wir hier die Ausrüstungswerkstatt. Und da kann ich jetzt den mobilen Miner bauen.
Und dafür brauche ich zwei von denen und vier von denen nochmal. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich nochmal Eisen besorgen müssen. So. Da vielleicht auch nochmal zur Info. Wir werden jetzt am Anfang natürlich fast alles uncut machen. Solche Sachen wie Ressourcenfarmen und so werden wir dann wie bei den anderen Spielen auch. Ach, Platten sind das. Verzeihung. Da muss ich da nochmal bei. Werde ich dann offscreen machen und mit Pausen irgendwie so. Ne? Aber jetzt so die ersten Folgen machen wir auf jeden Fall komplett alles zusammen. So, jetzt kann ich so mobil Miner herstellen. Da ist das gute Stück. Habe ich es in der Tasche? Jawohl. So, und dich soll ich jetzt hier irgendwie draufstellen. Ach, links steht es auch. Die Ausrüstungswerkstatt mobiler Miner. Ich sollte vielleicht auch einfach gucken. Halte E gedrückt, um abzubauen. Das will ich ja nicht. Ich will ja das Ding hier hinstellen. Sehr geil. Und los geht's. Ich glaube, der arbeitet schon. Ja, guck mal, der hat auch schon voll viel gesammelt. Also dann machen wir das so. Ich sammle jetzt auch noch mal ein bisschen mit. Gebäude können ohne Ressourcenverlust demontiert werden. Das ist ja auch schon mal cool. So, also den Miner haben wir schon mal. Was will er noch? Ausrüstungswerkstatt. Was können wir denn da drin noch bauen? Nur die beiden Sachen. Was gibt es hier noch? Nur das. Okay. So, dann hab Stufe 2. Brauchen wir nochmal 10 Eisenplatten und 20 Stangen. Ja, dann mal los. Okay, also das dauert schon seine Zeit, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Aber das ist ja Sinn des Spiels, nachher solche Sachen zu automatisieren. Also ich bin echt gespannt, wie das dann nachher funktioniert. Jetzt gehe ich mal einmal hier rüber, guck mal, was der schon eingesammelt hat. Ja, alles nehmen. Okay, also da kommt ja schon einiges bei rum. Dann verarbeite ich das weiter und dann in der Zeit sammelt er. Das ist ja im Prinzip schon eine gewisse Automatisierung. Finde ich gut. So, also hier geht's weiter. Verarbeiten wir das mal ein bisschen hier. So, ich muss doch mal gucken, was ich brauche. Ich vergesse das nämlich irgendwie immer. Also Stufe 0. Ei, der Daus. Okay, das ist also eine Menge hier. Noch vier Platten und dann nochmal 20 Stangen. Vier Platten kriegen wir schon mal hin. Das müsste es gewesen sein. Gucken wir nochmal. Jawohl, oh, ich habe sogar zu viele gebaut. Und jetzt 20 Stangen. Machen wir genug Eisenbarren, um 20 Stangen herzustellen. Okay, muss ich noch ein bisschen was besorgen, das ist aber kein Problem. Bin mir sicher, er hier war schon wieder fleißig. Jo, das sieht gut aus. Ja, richtig cool. Also ich muss sagen, jetzt so vom ersten Eindruck her finde ich das schon mal ganz cool. Ich bin echt gespannt, wie das dann nachher aussieht mit der Automatisierung. 20. So, es geht halt schon ziemlich zügig jetzt mit diesem Hub-Upgrade. Aber gut, vielleicht muss das am Anfang so. Gehen wir jetzt hier drauf. Stufe 0, Stufe 2 und gib ihm. Die rein und die rein und hab verbessern. Ups. Ah ja. Ich lache mich kaputt, wenn hier nachher irgendwann noch eine Wand aufploppt und ich da nicht mehr reinkomme. You have unlocked hub feature, biomass burner, scanner feature, copper, new buildings and recipes, Constructor. which can be found in the build menu and craft bench respectively. Ah, jetzt dürfen wir Seventh Draht, objective, Kabel. complete hub upgrade 3. Note, connect buildings to a biomass burner for power. Note, buildings such as the smelter require a recipe to be set. Was ist das jetzt hier? Advice, automate the Da ist noch smelting was. process and use portable miners for optimal results. Keine Verbindung. Treibstoff einfüllen. Was will der denn haben? Relevante Gegenstände. Blätter. Als Treibstoff. Okay, machen wir mal. Und jetzt?
Holz. Auch Treibstoff? Ach so, warte mal. Keine Verbindung, Graf. Halte V gedrückt, um auszuwählen, nach welchem Rohstoff. Okay. Gebäude wie der Schmelzofen, der Biomasse wie Holz oder Blätter verbraucht. Schon, also, ne? Okay, also ich drücke jetzt nochmal V. Ah, und jetzt darf ich Kupfer suchen. 163 Meter. Ja, wird wohl das werden. Gut, dann gehen wir da mal hin. Den hier mache ich einmal kurz leer, damit der. Weil ich weiß halt nicht, wie viel er tragen kann. Aber wir machen den einmal leer, dass wir das dann safe haben. Halt, das Zeug nehme ich natürlich mit. Ich höre schon wieder so ein Schwein, glaube ich. Ja, da ist eins. Ja, cool. Haben wir geblitzdingst. Weiter geht's. Also nochmal V. Falsch. Da ist das Ding. Oh, was ist das? Ich glaube, da möchte ich nicht rein. Allen, komme ich da drum rum? Jawohl. 40 Meter. Ich glaube, ich habe es schon gefunden. Und schon wieder so ein Schweineviech. Mach hier den Umkreis mal, da ist er. Geh weg. Alter, der ist aber schnell. Okay, dann ignoriere ich dich halt. Du bist frech. Das tut schon gut weh. Habe ich noch irgendwas, was ich essen kann? Okay, also muss ich auf jeden Fall gleich gucken, dass ich nochmal irgendwas Bärenmäßiges finde. Mach mir hier den Umkreis mal frei, dass ich was sehe vernünftig. Wenn sich irgendwas anschleicht. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Kupfer abbauen. Ich hole mal wieder. Ich habe nicht geguckt, wie viel wir brauchen. Ich hole jetzt einfach erstmal wieder 20. Es geht ja recht zügig. Und dann würde ich, glaube ich, hier auch so ein Mining-Gerät draufstellen wollen. Das heißt, ich würde jetzt gleich auf jeden Fall erstmal nochmal so einen Miner bauen, dass wir den mithaben. Hier konnte ich eben irgendwas aufheben. Ach so, das ist nochmal Kupfer. Und dann würde ich aufpassen. Hier war nämlich diese Felsspalte. Räume hier mal ein bisschen was weg, damit ich die auch sehe. Was ist das hier für ein Vorkommen? Kalkstein. Nehmen wir auch mal ein bisschen was mit. Bin gerade überlegen, ob ich dann direkt schon mal zwei von diesen Minern baue. Ja, 10 reichen erstmal. Ich weiß ja noch nicht, ob wir das überhaupt brauchen. Da vorne ist mein Miner. Jetzt gucken wir mal, wie viel der jetzt in der Zeit noch gesammelt hat. 60. Ich lasse den jetzt mal laufen. Mal wissen, wie viel da insgesamt reingeht. So, also ich habe jetzt gesagt, so ein Ding hier will ich noch mal bauen. Das heißt, ich brauche noch mal 4 Stangen. Dann haben wir den gleich schon mal in der Tasche. Wenn ich dann das nächste Mal zum Kupferding gehe. Zack, da ist er. So. Und jetzt wäre die große Frage, was will er noch? Gebäude wie Schmelzofen. Den können wir sogar bauen. Schmilzt Erz zu Barren. Strom, Stromleitung. Okay, so, jetzt gucken wir nochmal, ob hier jetzt irgendwas passiert ist. Noch nichts. Wenn ich da noch mehr Blätter reinhaue. Ist untätig. Biomassegenerator, keine Verbindung. Muss ich den erst irgendwie. Drücke E zum Konfigurieren. Standby. Halte V gedrückt, schmelze Biomasse im Hub produziert Energie, indem er Biomasse wie Holz oder Blätter verbraucht.
Stromgeneratoren sowie die meisten Gebäude haben nur einen einzigen Stromanschluss. Okay. Was ist das eigentlich? Nochmal Eisenerz, okay. Ja, aber ich macht ja keinen Sinn. Ich muss ja erstmal irgendwas mit diesen Dingern hier machen. Komm, wir gucken mal nach dem Schmelzofen. Mal gucken, was der bringt. 8 Kupferdraht und 5 von den Dingern. Also. L3, 4, 5. Hammer. Und hierfür braucht er Kupferbahn. Okay. 8 Stück hat er gesagt, glaube ich, brauchen wir. So, ich glaube, das müsste schon reichen. Schmelzofen. Ach, ich bin noch ein Trottel. Jetzt habe ich das umgewandelt und ich brauchte doch nur den Draht, nicht die Kabel. Naja, egal. Dann weiter. 8 Draht, oh, das geht ja fix. Schmelzofen, jetzt dürfen wir. Okay, also es macht ja Sinn, oh, jetzt wird es auch noch dunkel, das in der Nähe zu einer Eisenmine zu bauen. Dann gibt es hier Eingang und Ausgang. Das ist der Eingang, das wäre der Ausgang. Würde ich das Ding jetzt einfach mal hier irgendwie hinstellen. Cool. So, und was machen wir hiermit? Ah, okay. Also hier kann ich jetzt einfach das Erz reinballern. Und dann macht der Eisenbarren. Geht aber nicht, weil kein Strom. Okay. Stromleitung hatte ich auf 2. Das hatte ich von da dran. Wie weit kann ich Kabel ziehen? Gibt es da irgendwie eine Gesamtlänge? Ah, Leute, so jetzt gucken wir mal gerade. Okay, also der verbrennt jetzt hier Treibstoff. Und scheinbar auch nur das, was wir brauchen. Also das sieht ja schon mal gut aus. Ich habe einige Blätter. Ja, gucken wir mal. So, und jetzt. Oh, hier qualmt's. Und der ballert jetzt Eisenbahnen raus. Voll cool. Jetzt gucken wir mal einmal hier. Oh, ich glaube, der hat aufgehört. Okay, also 100 scheint capped zu sein. Alles klar. Beziehungsweise so ein Stack. Machen wir so. Lassen wir den jetzt erstmal laufen. So, was können wir noch bauen? Werkbank, Ausrüstungswerkstatt kennen wir alle schon, Stromleitung kennen wir schon. Das passt jetzt auch alles. Gut, dann geht es ja hier mit dem Hub-Upgrade weiter. Also, wir brauchen 4 Platten, 20 Stangen, 20 von diesem Kupfer. Gucken wir mal, ob wir 20 von diesen Kupferdrähten zusammenkriegen. Ja, das sieht gut aus. Habe ich also genug gesammelt. Sehr cool. So, nächstes. 6 Platten und 20 Stangen. So, aber bevor ich jetzt hier anfange, irgendwas umzuwandeln, gehen wir natürlich erstmal hier rein. Und dann spare ich mir nämlich auch schon wieder Produktionsschritt 1. Ach, guck mal, ich kann von beiden Seiten ran. Das ist geil. Also 6 Platten hat er gesagt. Glaube, das waren 6. Nochmal 6 Platten, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Und jetzt noch 20 von den Stangen. Haben wir noch nicht genug Material für? Gucken wir mal, ob das schon reicht. So, passt. Los geht's. Ach so, ich kann das auch einfach mit Shift drüber schieben. Hab verbessern. Okay, die Wand ist noch auf. Gucken, was wir hier Neues bekommen haben. Oh, was haben wir jetzt hier? Congratulations. You have unlocked Scanner Feature Limestone.
New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Okay. Eighth objective, complete hub upgrade 4. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Okay, mit dem Bett kann ich erstmal nichts machen. Was ist das? Ein Klo. Sehr cool. Was kann ich hier alles machen? Gar nichts. Sieht einfach nur gut aus. Also irgendwie machen kann ich hier tatsächlich gerade nichts. Ist aber erstmal nicht schlimm. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. Das Ding läuft. Wir haben auch noch genug Blätter. Dann würde ich sagen, laufen wir jetzt nochmal schnell rüber zu dem Kupferpunkt. Ich fülle hier nochmal eben auf. Ach so, habe ich ja gar nichts mehr. So, also hier muss ich halt einfach zwischendurch dran denken, dass ich einmal hin und her laufe und jeweils auffülle. So, dann zur Kupfermine. Hoffentlich ohne irgendwo in irgendwelche Löcher zu fallen. Noch ein paar Blätter mitnehmen unterwegs. Wo war die denn jetzt? Jungs, ich habe mich verlaufen. Kupfermine. Was ist das denn? Okay, gucken wir uns auch nochmal an, aber nicht jetzt. Hier ist auch irgendeine Mine. Eisenerz und schon wieder so ein Schwein gefunden. Hier, das ist glaube ich die Kupfermine, wo ich war, oder? Jawohl. So, dann wollen wir dich aufstellen. Perfekt, lassen wir das laufen. Sieht gut aus. Ist der denn jetzt, jetzt muss ich kurz einmal gucken, Richtung Südosten. Richtung Südosten komme ich zu dem Ding. So, dann schieben wir hier nochmal die Materialien rüber und dann gucken wir mal, was wir als nächstes bauen müssen. Habe ich das jetzt gar nicht rausgenommen? Doch, habe ich. So, das sieht doch gut aus. Gut, jetzt will er, dass wir einen Strommast bauen. Das war, glaube ich, das hier. Dafür brauche ich dreimal von diesem Kupfer. Dreimal Kupfer. Ich wandle jetzt erstmal alles nach Kupfer um, was ich habe. So, 1, 2, 3. Und was ist das für eine Kiste? Beton. Beton. Dafür brauche ich Kalkstein. Guck mal, Kalkstein hatte ich doch. Voll geil. Passt. Okay, also da vorne ist diese Produktionsstätte. Hier ist das Ding und ich soll einen Strommast aufbauen. Ich würde ihn jetzt einfach mal hier hinstellen. So, und jetzt ging doch Demontage. Muss ich irgendwie an mein Kabel rankommen. Hier. Demontiert wird Stromleitung. Sehr gut. So, und jetzt ziehe ich eine neue Stromleitung von hier nach da. Perfekt. Und von hier nach da. So, und jetzt kann ich hier, wenn ich das richtig verstehe, noch zwei Kabel anschließen, dass ich weitere Gerätschaften anbauen kann. Okay, was jetzt ja vielleicht noch sinnig wäre, wenn wir nochmal so ein Ding bauen für Kupfer, oder? Kupfer kommt aus, das habe ich jetzt gesagt, Südosten. Also von da kommt Kupfer. Konstruktor, Schmelzofen. Da brauche ich jetzt nochmal 5 Stangen für und nochmal 3 von dem Kupfer. Eins, zwei, drei. So, ich mache gleich ein paar mehr, das sollte reichen. Schmelzofen, passt. So, Südosten war die Richtung. Bauen wir jetzt einfach mal so hin. Stromleitung.
Von hier nach da. Das sieht gut aus. So, und jetzt soll ich hier den ganzen Kupferkram reinpacken. Blätter. Ach so, ich habe ja gar kein Kupfer mehr. Okay, pass auf, dann gehen wir uns jetzt nochmal schnell Kupfer holen. Dann kann die Maschine nämlich auch schon mal losrödeln. Hier ist, glaube ich, wieder irgendwo das Loch. Halt, was ist das? Auch nur Blätter, okay. Boah, jetzt habe ich gerade für einen kurzen Moment gedacht, ich wäre abgestürzt. Jetzt habe ich nur schon wieder. Da ist sie. Ach, guck mal, die ist sogar schon voll. Das war noch nicht das Loch, glaube ich. Doch war's. Alles nehmen. Eisen rein. Und Kupfer rein. So, die beiden laufen. Und jetzt will er, dass wir noch einen Konstruktor bauen. Was brauchen wir dafür? Von diesen Drähten was und zweimal Beton. Wobei, eigentlich müsste ich noch ein Zementdingens bauen. Hier so ein Teil. Kann ich? Kann ich. Stell mal den auch gleich auf. Und dann bräuchte ich ja noch so ein Ding. Er arbeitet schon. Richtig geile Nummer. Okay. Und dann eben noch so eins, um Zement zu Beton zu bearbeiten. Kann ich sogar direkt bauen. Sehr cool. Ne, drei Kupferdrähte fehlen noch. Geht nicht. Passt. Und noch ein Schmelzofen. Machen wir direkt hier neben. Rein und raus. Zack. Und noch ein Draht. Und ich glaube, dann habe ich meinen Mast schon voll gemacht, oder? Gleich mal gucken, ob wir mit dem Strom überhaupt klarkommen. Ja, der Mast ist dann voll. So, hier kann ich noch mal ein paar Blätter reinballern. Aber das sieht auch ganz gut aus. Konsum. Ja, ach, der hat genug. Alles toll. So. Oh. Das war ja nicht so klug. Ich kann ja nur die beiden machen. Was brauche ich denn, um Beton zu machen? Teile mit einem eigenen Fördermann abgefüllt. Ja, ja, das ist ja schon klar. Okay. Also, hiervon brauchen wir was. Verstärkte Eisenplatten. Schrauben. Stangen. Mehr Schrauben. Und mehr Platten. Machen wir mal so viel, dass wir zwei machen können. Geht schon. Guck mal. Konstruktor. Und jetzt nochmal fünf von diesen Drähten. Die Dinger hier. Da brauchen wir Kupferdraht für. Jetzt kann ich den Konstruktor setzen. Ich habe halt keine Ahnung, was der macht, ne? Ich setze ihn jetzt einfach erstmal hier hin. Und jetzt gucke ich gerade schon auf die Uhr. Mega Überlänge. Immer das Gleiche. Aber ist nicht schlimm. Wir gucken jetzt. Ach, guck mal. Und hier kann ich jetzt das Betonzeug herstellen. Das heißt, ich würde jetzt hier einmal das Ding abbeiern. Das brauchen wir nämlich gerade nicht. Ich kriege ja alles zurück, hat er gesagt. Und dann würde ich hier einmal die Verkabelung. Das machen wir jetzt noch. Und dann machen wir Schluss für heute.
Sonst wird das ja nie was. Angeschlossen. Und jetzt soll ich hier Beton herstellen. Und das haue ich da rein. So, dann gehen wir jetzt einmal noch hier den Miner ab. Und gucken mal, dass wir die Betonherstellung noch in Gang kriegen. Ei, das sieht richtig gut aus. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel mega cool. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen rumlaufen, gucken, ob ich vielleicht nochmal ein paar Bären zu essen finde. Werde einmal die ganzen Miner hier abarbeiten, dass wir da alles haben. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge mit der weiteren Produktionskette auseinandersetzen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, ich finde es mega geil. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.